Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Passan und das ist The Crew. Und begrüßen darf ich meine Co-Host Xenotex. Xenon, sag hello. Heyo. Okay, Problem ist überwunden. Wir haben uns als Freunde gefunden. Problem Nummer 2. Wo sind wir? Okay, also ich bin außerhalb vom Autohaus. Ich bin direkt an dem Warp Point. Direkt an dem Warp Point? Jo. Also quasi. Quasi direkt okay. Davor. Setz mich einfach als Waypoint. Ja, hab ich. Ich stehe halt auch an diesem Autohaus. Bin halt eigentlich schon angekommen. Fahr mal aus diesem Punkt raus. Vielleicht ist das Problem. Dass du deswegen nicht da bist. Einen Moment. Ich setz dich mal als Waypoint. Nee, bleib da, wo du gerade bist, okay? Ich stehe hier drauf rum. Fast Travel. Okay. Das ist bestimmt besonders fast, einmal den ersten Gang einlegen und. Ich stehe immer noch an der. Hey! Ich stehe immer noch an der gleichen. Oh mein Gott! Da bist du! Ei! Ei! Moment, kann ich hupen? Wenn ich hupen drücke, höre ich die Polizei. Falsche Hupe, bail! Alright, okay. Wie weit bist du mit der Story? Ich werde hier irgendwie von allen Seiten zugelabert. Verdammte Van. Immer das gleiche. Oh, ich fand's witzig. So. Ah, das war witzig. Kann man sicherlich. Das sollten wir nochmal machen. Story Missions. Ich hab hier so eine Watch the Paint. Was sagt er mir, muss ich machen? Okay, da ich ein Level niedriger bin, würde ich sagen, ich bestimme. Stimmt, wir können ja alles quasi als Co-op-Action machen. Genau. Dann so. Lad mal ein. Play this mission. Quick Co-op. Achso, ja. Yay. Los geht's. Nein, da kommen noch mehr. Buh. Ist egal, ich hoffe, das hat keine Zeit. Ich mag nicht, dass man warten muss. Daisy ist doof. Und nach jeder Mission versuchen wir dann 3 oder 4 weitere Skills zu erlangen. Ich bin für 2. Yeah, mission is about to begin. I've got intel on a street race tonight. 5 tens. I need you to make an impression on a V2 to sponsor your first ink. Hold up. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. Been 5 years, Alex. Your brother's whole crew was driven out when Shiv took the V8. No one knows you. And if anyone checks you out in the police database, all they find is the fake record I put there. You better be right. God damn it. Ich komme mit dem Chat nicht klar. Ich will ihn weghaben. F3. Okay, ready for this? Aber warum sagt mir das keiner? Warum weiß ich solche Dinge nicht? No, steht das da? Echt? Ja. Irgendwo steht da. Warum sagt mir keiner, dass da steht? Ich sehe mein Auto. Ich sehe mein Auto, aber nicht deins. Oh, jetzt bin ich. Warum war ich auf einmal hier? Mein Gott, was ist mit den Frames auf einmal los? Da! Okay, wir sehen uns am Ziel. Ich bin hinter dir. You can do it! Ah, Hubschrauber sind laut. Ich komme nicht drauf, dass Break X ist. Ich meine, X ist Break. Ja, ich werde. Oh mein Gott! Die Helikopter! Sind laut, ne? Aber cool. Thank you.
Achso, man hat auch Nico. Ich sag's mir nochmal. Ach ja, mit dem Nissan und Handbremse und so weiter. Ich meine, wer gerne seitwärts fährt, ist okay. This is the final stretch. Ich glaube noch nicht, dass Autos ursprünglich für sowas gemacht wurden. Das ist ein guter Punkt. Yeah. Okay, wie wär's damit? Ich rüste mich um 4 Punkte höher. Damit wir erstmal auf den gleichen Stand sind. Oh yeah, Achievements! Na, ich hab Bronze bekommen. You have Lost Connection. Lost Connection. Okay, ich bin fertig für heute. Goodbye. Do I know you? You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want your 510 ink? I got some work around the way. Maybe I'll call you. Okay, jetzt muss ich mich um 4 Level rüsten. Alex, you're on Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself. Compete. Work yourself into that organization. I know how to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. But this is something else. Erstmal every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother. Ja, aber das ist cool. Wir sind immer noch in der gleichen Crew. I do. Then let's get to it. Nicht schlecht. Da sieht nur Bronze. Wow. Special client. Special client? Are we gonna bribe a judge or something? Something like that. Okay, noch 2 Level. Die Serie ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal. Hier ist nix. Jumpscare. Scramble hört sich gut an. Machen wir Scramble. Aber eine blau-gelbe Linie, die ich noch mal. Ich sehe, was du für Punkte machst. Hä? Ja, ich sehe, du bist gerade in so einer Mini-Mission da drin und du hast 1470 Punkte. Cool! Oh nein, 5 Sekunden. Oh, come on. So knapp an irgendwas vorbei. Get some more experience first. Okay, auf ein neues. Also ich glaube, was die Teile und so angeht, das Auto, das ist ja, ne, Level vom Auto ist ja durch die Teile und so. Jo. Ich habe jetzt irgendwie einen Haufen Level 7er Teile rumliegen, die ich so aus Versehen mitgenommen habe. Nein! Doch. Ist ganz 800 Meter weg. Könnte ich eigentlich mal ordentlich von der Straße hauen. Ein Moment, ich habe noch einen Punkt. Dann können wir in die nächste Mission gehen. Jo, ich stehe schon bereit. Nice. Kannst mal wieder nicht abwarten. Das ist Jump. Da die Speed. Oh, Precision. Precision.
Precision ist immer gut. Okay. Aber das ist etwas, was mir wirklich gefällt. Wie man sich die Teile holt. Ja, das ist wie in Need for Speed World, nur mit weniger... Nur besser. Dabei. Weil es kommt auf den Skill an. Ja, das ist schon echt cool. Nicht einfach nur doofes rumgefahren, sondern man könnte auch mal dafür was machen. Ja. Yeah. Okay. Du kannst... Einen Moment. Loslegen. Y und Accept. Das gefällt mir, wie das gemacht wird. Ja, das geht echt. Ist echt super. Also bis auf das, das Spiel sich andauernd minimiert und so weiter, ist es ganz gut. Careful with her. You put a dent in the car, I put a dent in you. Fahren wir jetzt beide das gleiche Auto? Ich lenke nach links. Ich übernehme die Bremse. Alright, I'm gonna tell you this only once. Deliver that ride without damaging. That there is a perf spec ride. A little faster than what you used to. Built to stick to the asphalt. Push it, but if you break it, I own it. Ja, aber das Auto gefällt mir. Ich will es behalten. Ja, ne? Okay, ich will es nicht mehr. Ich hab's kaputt gemacht. Ist kaputt, gib mir neues. Gibt's da Garantie oder so? Einfach restart. Ah, Bäume! Vorsicht, böse Kurven. So, who's this car for? You get 5-10 royalty through here all the time. V6s. I like to make them welcome with a gift or two. Grease the wheels a little bit. Well, what about the V8? You ever come through? Not yet. But when I get my V4, maybe you will. There you go. It's just up ahead. Listen, ain't much time left. Hold on, I'm a block away. Ah, ganz knapp. Was? Das sind ja Schramm an meinem Auto. Meint sieht ja völlig kaputt. Meint sieht gut aus. Ah, oh, nein, doch nicht. So viel. Yeah, neues Perk. Oh, Gold. Yeah, 17. Minus 2. Yeah. Was? Das Ding ist anscheinend scheiße. Alles klar, dann muss ich kurz ins Headquarter und das Perk belegen. Was gibt es denn da so als Auswahl? Hab mich damit noch nicht beschäftigt. Was mir persönlich gefällt ist, du kannst Perks einsetzen, um noch mehr Perks zu erhalten. Das klingt schon mal super. Warum ist die Ampel vor uns kaputt? Ist sie bei dir auch umgefallen? Wer ist da? Nee, sieht ganz gut aus. Oh, ja. Die stehen alle gerade, vielleicht soll das so. Nach dem Perk auf jeden Fall will ich mein Auto ein bisschen designen. Ja, da muss ich auch erstmal eine Menge Geld drin verheizen. So für warum nicht? So, Moment. Da gibt's auch irgendeinen schnelleren Weg, um sich ins HiQ zu warpen. Oh ja, yeah, back to HiQ. Wonderful. Oh, sie ist umgefallen. Na
Ah ja, hier. Ich bin jetzt Level 17, ne? Ah. Mit dem Auto. Und du bist 16? Ja. Er bringt dich ein Level höher. Wir ziehen das ab jetzt immer so durch. Ah, okay. So, Perks für noch mehr Perks. Na, jetzt wäre ich mir das aber auch mal schnell angucken. Jetzt habe ich 4%. Geht hoch bis zu 20% mehr Perks. Also, dass du mehr Perks erhalten kannst. Und das lohnt sich auch, ja? Ich denke, also es macht in meinem Kopf Sinn. Ja, das ist so irgendwie... Ja, keine Ahnung, so 20% Chance dafür opferst du jetzt hier so eine ganze Reihe. Man opfert nicht wirklich was. Ich weiß halt nicht, auf wie viel es da noch läuft. Ich würde sagen, es ist so ein Min-Max-Ding. So, Perks für mehr Perks. Wo war das? Double Down. Double Down. Ich will meine Katze als Avatar haben. Ich will endlich ein Offroad irgendwas haben. Oh yeah. Noch 7 Level. Gerade erst angefangen. Oh. Level 50, wo bleibt es? Und irgendwas Neues bei Performance. Okay, wir machen noch 2 Rennen und dann ist Feierabend. Jo. Aber bring dich erstmal auf Level 17. Hey, man kann sein Auto reparieren. Das bekommt Schaden. Achso, das ist richtig. Oh, hier legt sich irgend so ein unsichtbarer Typ mit einem anderen Typen an. Na schade, ist vorbei. So, wo war das? So, was meintest du jetzt? Wie krieg mein Auto jetzt? Level höher? Ey, du jagst nach Teilen! Ich jag nach Teilen, ne? Yeah! The old gentleman's way. Also wenn ich es jetzt auf Level 4 schaffe, dann habe ich einen Haufen Teile zur Verfügung. Nee, ich meine von deinem Auto. Das ja. Lot. Oh, okay, dann muss ich halt später was nachholen. Nein, ich habe schon so ein bisschen... Ich habe Level 7er Teile rumliegen. Soll ich das durchkommen, wenn ich nicht mal die Kurve kriege? So, lädst du den nächsten ein? Alright. Silber. Neuer Rekord. Bring dich auf Level 18 am besten. Ah, schau mal. Da was zu holen ist. Ja, damit sind so. Wir schon mal ein höher. So, Story Missions. Oh, da muss ich hin. Alright. Let's do this! Ja, da. Och, Frames. Ich vermisse euch. Haben wir gerade zum selben Ziel? Ich bin mir nicht sicher. Na, schauen wir mal. Falls du zu dem Typen fährst, der uns Jobs anbietet? Na ja. Ich folge einfach der goldenen Linie und das sieht so nach so einem Crew-Ding aus. Nach deiner Linie.
Ja, stimmt. Also es ist schon eigentlich ganz cool. Also wenn man das, wenn man die Story dann so koopmäßig durchziehen kann. Das wäre natürlich Hammer. Ja, und Solo-Plays werden dann so ablaufen, dass man sich Teile holt. Ja. Alle Rennen fahren, die keine Story sind. Ja. Ah, damn it, du bist schneller. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich dich denn da gerade überholt? Ich bin eine ganz andere Strecke gefahren. Aha. Da, ah, Gegenverkehr. Ja. Oh. Fürchterlich. Schlecht. What the f- Ey, gehen wir noch eine Runde ernten, ne? What's up? Nee, das sieht gut aus. Verdammt, einfach vorbeigerollt. Okay. Gut, aber gleich nach der Mission rüste ich erstmal meinen Wagen auf. Und gleich danach sagen wir dann bis morgen. Take down the red truck. Das klingt doch noch was. Ja, crap. Diese Dinge Mission, kaputt machen, da bin ich gut drin. Die musste ich in der Close Beta viermal machen. I left you a raid spec off-road vehicle for this job. Get in. You see him yet? Yeah, I see him. Good. Now mess him up. Haben die Raid Specs alle extra Räder? Sieht so aus. What's the hurry? Hops out of hurry. This kind of job is best not to stick around, you feel me? Mann, ey, das Ding bräuchte so ein überall rumfahren. Ah, das Wasser. Not for a while. Don't be afraid to throw her around, hit the bumps, push her, this ride can take it. Now bust that fool up. Oh, come on. Ach, ist ja auch Musik. immer mit 90 Grad drin. Ich bin da abgesoffen. Hi. Die Musik ist aber episch. Nice, ja. Gerade ausfahren ist auch nice, oder? Oh, das Flugzeug, Mann! Guck dir das Flugzeug an! Oh, komm, really? Was? Hast du gesehen, wie ich dir verfehlt hab? Ich krieg die Kurve hier nicht. Shit, ich war's einfach. Nein! That's a good bloodhound! Yeah! Oh. Wie viele Life Points hat er? 22. 2? 2. Xenon, er hat 2 HP. Was für ein verdammter Cheater. Shit, Bäume. 1 minute. Hab ich ihn? Ich glaube nicht. Also auch ganz knapp an ihm vorbei, ey. Oh. You don't want to be around when them cops show. Ah, working up.
Okay, cool. Das sieht so aus, als ob das unsere erste Mission ist, die wir wiederholen müssen. Okay, du hast gewonnen. Fahr nach Hause. Ach, am Ende wird dann aber langsam. Nein! Dann wird es nochmal besonders knapp. Ah, okay, retry. Ah. Skip. Skip. Ah cool, ich hab dein Auto. Verdammt, schon wieder ein anderes Auto. Weißt du, die Farbe beeinträchtigt sehr stark das Fahrverhalten. Laut Dennis. Not for a while. Don't be afraid to throw around, hit the bumps, push her, this ride can take it. Now bust that fool up. Ah, und heute Kunstflug. Ich dachte, das wird so gut funktionieren, aber ich habe ihn nicht getroffen. Oh. Ich bin abgesoffen. Okay, da waren gerade Kinder mit Drachen. Ey, Xene, wo fährst du? Ach so, da war ja was. Echt diese Kurve nie. Nein! Hier geht's um Millimeter, ey. Der war so kaputt. Das erste Mal mit 2 HP ist er davon gekommen. Der wird besser. Oh, come on! Yes! Ow! I built that one from here. Yeah! Das sieht doch voll gespielt aus. Das war ein Suicide. Dramatisch. Das war ein Suicide. Er hat sich gegen den Baum gestellt. Und er schiebt mir zurück. Hey, du bist Level 4. Congrats. Oh, warum sehe ich das nicht? Hey, cool, ich bin Level 4. Ich will das Auto. Können Sie mir bitte das Auto geben? Ja, da ist mein Auto. Ich will jetzt was anderes. Nice. Later. Das ist exakt mein Fahrstil, den er gerade gemacht hat. Und hier ist die Ausfahrt und ich fahre direkt daneben. Okay, jetzt erstmal das Auto designen. Wo machen wir das? Dingens hier, Partshändler, oder? Parkcenter? Partshändler. Wie heißt das Ding? Streetcar Tuner. Oh, really? Alles klar, probiere ich gleich auch. Das ist schon wieder einen anderen Wegpunkt. Oh ja, stimmt, da steht auch. Visual. Oh ja, als erstes Chrome raufhauen. Sticker, will ich Sticker drauf haben? Warum Flaggen? Ja, ich verstehe das auch nicht. Das Einzige, was niemand sehen will, Flaggen. Innenausstattung, das ist mir egal.
the rear bumper. My front bumper. Ja, das gefällt mir. Goldenes Level 7er Teil. Ich meine, warum nicht? Wo hast du es geklaut? Das darf ich leider aus diversen Gründen nicht sagen. Ja, Blades. Oh, was? I got my car. Ist keine Katze drauf? Leider nicht. Yo, I run a bunch of urban scrambles downtown. Okay. Gut, das war's für heute. Das war der Crew. Das war mein Co-Host Xenotex. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Tschaußen.